Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 18.09.2020. Heute war Corinna da. Es war ganz schön mit ihr. Obwohl ich sehr müde war. Ich weiß nicht. Wenn Corinna da ist, bin ich immer sehr müde. Aber es war sehr angenehm mit ihr. Wir waren abwechselnd draußen und drinnen. Haben Kaffee getrunken und getratscht, aber nicht zu viel, weil ich wie gesagt sehr müde war. Aber es war trotzdem schön. Ich hoffe für sie auch. Und nicht zu langweilig. Ja, morgen ist Samstag. Wann kommt die Volkshilfe wieder, was auch notwendig ist, weil meine Haare schon wieder fett sind. Und Sonja kommt morgen und wir fahren Steak essen. Mein Handy kommt am 23. am Mittwoch. Auf das bin ich schon voll gespannt. Ich bin jetzt seit gestern auch frei. Und muss sagen, ich komme ganz gut damit klar. Ja, so. Es geht so halbwegs. Heute am Abend hätte ich gerne eine geraucht, aber es ging dann auch. Es ist 19.30 Uhr gerade. Und ich bin schon eine Weile im Bett. Und heute war ich bei Kerstin. Wir haben so über Allgemeines gesprochen und dass ich mir so ein bisschen Sorgen um die Zukunft mache. Und ja, wie es weitergeht, wenn meine Eltern nicht mehr sind. Und ich hoffe, dass es in 50 Jahren so, obwohl das groß geschätzt ist, aber nicht in naher Zukunft. Es fällt mir halt relativ schwer, da jemand anderen zu vertrauen, was meine Zukunft angeht. Aber ja, sonst gibt's nicht viel Neues. Bei Christoph bin ich erst wieder in einem Monat am 13. Oktober. Und sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Morgen muss ich wieder aufstehen, weil wie gesagt die Volkshilfe kommt. Und am Abend haben wir ein Steakhouse. Und das freue ich mich schon. Und ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.